Morgen, Mama. Ich muss dir etwas erzählen, Mama. Papa will heiraten. Besser gesagt, wieder heiraten. Es kommt mir vor, als würden dich alle vergessen. Ich werde dich nie vergessen, Mama. Das verspreche ich dir. Clara. Weißt du, ich glaube nicht, dass dein Vater deine Mutter vergessen hat. Sie fehlt mir so schrecklich. Ich weiß, meine fehlt mir auch. Aber genau wie mein Glücksstern sind beide da oben und wachen über uns. Wahrscheinlich hast du recht. Jetzt, wo Elizabeth da ist, ändert sich vieles. Aber versuch deinem Vater zu vertrauen. Er hat bestimmt eine gute Wahl getroffen. Das hoffe ich, Heidi. Das hoffe ich wirklich. Jackett meines Vaters Geld gestohlen. Ich wusste doch, dass mit dieser Frau etwas nicht stimmt. Warte, Clara, vielleicht hat sie... Sie ist eine Diebin. Ich muss es Papa sagen. Elizabeth soll mich bestohlen haben? Mhm. Aber wie kannst du nur so etwas behaupten? Wir haben es gesehen, nicht wahr, Heidi? Es stimmt, Herr Sesemann. Sie hat Geld aus ihrer Brieftasche genommen. Clara, ich habe ihr gesagt, sie soll es sich nehmen, um neue Fotoplatten zu kaufen. Sie möchte Aufnahmen machen von Frankfurt. Dann war es dafür? Also wirklich, mit solchen Anschuldigungen muss man vorsichtig sein. Das solltet ihr eigentlich wissen. Es tut mir leid, Papa. Darf ich sie vielleicht irgendwo hinbringen? Das ist sehr freundlich, Sebastian. Aber ich laufe lieber. Ich muss nur ein paar Straßen weiter, um ein Geschenk für meine Schwester zu kaufen. See you later, Sebastian. Auf Wiedersehen, Miss Elizabeth. Hab ich mich etwa verhört? Jetzt heißt es, sie will ein Geschenk für ihre Schwester kaufen. Ja, das stimmt. Sie hat nichts von diesen Fotoplatten gesagt. Außerdem ist es seltsam, dass Sebastian sie nicht begleiten soll. Schon ein bisschen rätselhaft. Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihr folgen, wenn wir wissen wollen, was sie vorhat. Na gut.